Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Path of Titans Video. Es ist ein neues Update rausgekommen, welches ich euch natürlich nicht vorenthalten will und in diesem Video einmal kurz vorstellen möchte. Bevor wir jetzt aber mit den Neuerungen anfangen, habe ich leider einmal eine schlechte Nachricht, denn der Pre-Release von Path of Titans, der ja Ende September geplant war, wird leider ein wenig nach hinten verschoben, weil sich einer der Entwickler mit Corona infiziert hat und natürlich jetzt erstmal in Ruhe auskurieren und genesen muss. Und ja, das zieht natürlich so einen Zeitplan dann nach hinten. Aber meiner Meinung nach macht das rein gar nichts. Die Entwickler sollen sich so lange Zeit lassen, wie sie wollen, wenn wir dann am Ende wirklich ein schönes Spiel bekommen. Natürlich wünsche ich dem erkrankten Entwickler gute Genesung und Besserung. So, jetzt kommen wir aber zu den Neuerungen durch den neuen Patch. Und zwar haben wir da als allererstes einen neuen spielbaren Dinosaurier, nämlich den Ceratosaurus. Dieser ist ein mittelgroßer Fleischfresser mit einer rauen, schuppigen Haut und einer Reihe Stacheln entlang seines Rückens. Ich muss sagen, ich freue mich immer sehr, wenn neue Dinosaurier ins Spiel kommen. Und es kann gut sein, dass heute Abend dann wieder ein Livestream von mir kommt, wo wir dann gemeinsam den neuen Dinosaurier ausprobieren werden. Also, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dürft ihr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr davon auch nichts. Hinzu kommt dann auch noch die Information, dass weitere Dino-Mechaniken, wie zum Beispiel weitere Angriffe für die Dinosaurier, mit den kommenden Patches dann hinzukommen sollen. Als nächster Punkt wurde eine weitere coole Funktion in das Spiel eingefügt, nämlich ist es jetzt möglich, Fleischstücke oder Fleischbrocken aus einem Kadaver zu reißen und diese dann zu transportieren. Dadurch können dann natürlich auch die Fleischfresser, die jetzt nicht gerade Fisch fressen, endlich Nahrung mit sich führen. Sowas ist natürlich besonders praktisch, wenn man zum Beispiel eine längere Reise geplant hat, dann hat man immer so einen kleinen Snack für zwischendurch dabei und braucht dann nicht noch auf Jagd gehen. Als Aasfresser ist es natürlich auch eine super Funktion und natürlich auch für Dinosaurier, die sich vielleicht nicht so gut verteidigen können, weil wenn man einem Kadaver zum Beispiel liegen bleibt, weil da halt das Futter ist, ist es natürlich viel, viel gefährlicher, weil dieser Kadaver natürlich auch größere und andere Räuber anlockt. Ich finde diese Funktion wirklich richtig cool und ich finde, das sieht auch richtig nice und cool aus, wie der Dinosaurier das Fleisch transportiert. Ich stelle es mir später auch richtig cool vor, wenn man dann sein eigenes Nest hat und dann so seine Jungen versorgen kann. Und dann gab es ein Skin-Update, beziehungsweise es wurde ein Bug behoben, der dafür gesorgt hat, dass alle Dinosaurier-Skins dunkler als beabsichtigt waren. Dadurch sahen einige Skins unscharf aus und wiesen keine Details auf. Und mit diesem Patch wurde dieser Fehler behoben. Dadurch macht es jetzt natürlich Sinn, sich nochmal alle Skins anzuschauen und vielleicht den ein oder anderen Skin für sich nochmal neu zu entdecken. Also ich empfehle euch, einfach mal ein bisschen im Charaktererstellungsmenü herumzuspielen und die Skins auszuprobieren. Und der letzte kleine Punkt für den heutigen Patch. Das ist, dass man die Patch Notes und Devblogs jetzt auch in-game nachschauen und nachlesen kann. Finde ich ganz praktisch, gerade für uns YouTuber und Streamer, dann kann ich euch das auch mal während wir spielen zeigen, was sich so geändert hat. Und ja, das war der heutige Path of Titans Patch. Ich finde ihn wieder sehr, sehr cool. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert. Falls ja, lasst ein Däumchen da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.